Und jetzt, also solche Level sind doch echt schon ausgelöscht, oder? Oder auf Autos schießt, die auf die Fahrer zu fahren. Ist auch nicht gerade wirklich schwer, diese Autos abzuschießen. Das Ganze wird untermalt bei langweiligen Kommentaren von mir und von diesen komischen Mädchen da. Und von dem Spielercharakter. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Es ist nicht schön. Es ist nicht. Und verfehle ich? Nein, ich verfehle nie. Warum heilen wir? Warum haben wir die fahren lassen, ey? Selbst die hätte es hinbekommen, mit einem Granatwerfer rauszuschießen. So oft schießen. Zack, überfahren. So, jetzt habe ich mich mal kurz gecued. We're losing them. I'm gonna throw up. Faster, faster! Hell yeah. Those motherfuckers never knew what hit him. Und jetzt sind wir denen einfach so entkommen. You think almost being killed or sold into slavery is fun? Hey, Lisa, calm down. This is a nightmare. Okay, listen, I'm fixing this. Do you know where the pirates took the others? They took Oliver to some place called the bunker. I'm not sure about Keith or Daisy. What about Riley? I don't know anything about Riley or Grant. Grant's dead. Grant is tot, ja. Oh, jeez. I'm so sorry. But I found Daisy. I'll find the others. Where is she? A safe place. I'll take you there. Ja. Zu Dr. Ernie. Unseren Dr. Ernie. Daisy told me she's in a cave under the house. Warum zur Hölle sind die in einem Tunnel unterm Haus? Tja, nur ich kann sowas. Die andere muss den normalen Scheißweg laufen. Lisa? Daisy! You made it! Oh. Daisy, I'm so sorry. Look, I'm done crying. But I found this boat. If we can repair it, we have our ticket off the island. Yeah, and straight to the bottom of the ocean. Says the boat expert. But I do need some help. There's a power head for the outboard motor. It's missing. Okay. Okay, I'll take a look around. Ja, na klar. Nice. Hier irgendwo muss das ja sein.
Hallo? Haben die schwarze Augen? Scheiße, Mann. Das muss ich mir gerne nochmal genauer angucken. Wir haben 3 Fähigkeitspunkte, Leute. Jetzt geht das ab. Wie gesagt, wir schalten... Ich mach das so. Wir schalten ja erst neue Fähigkeiten frei, sobald wir in der Mission voranschreiten. Ja, dann können wir auch neue Fähigkeiten freischalten. Deswegen hebe ich mir das auf, Sachen, die wir bald freischalten werden. Wahrscheinlich in der nächsten Mission oder so. Und ich muss den Antriebsknopf in der Höhle finden. Muss ja also irgendwo sein. Ich gehe mal davon aus, dass wir ein bisschen weiter reingehen müssen in die Höhle, dass er unter Wasser ist. Da. Da ist er doch. Ich zieh ganz schnell wieder raus, ich will nicht, dass hier noch irgendwie ein Krokodil oder so drin ist. And since you're carrying it, you can hook it up. Tell me again why you aren't doing this? I'm priming the ignition. Is that even a thing? Are you done yet? Almost! Got it. Yes! Great! We can take it from here. You might want to check on Lisa before you go. Das Ding raucht, das also sieht alles gut aus. Ja, Lisa, was ist mit der? Hallo. Every night I dream I'm in Hollywood and then I wake up here. I'm sorry. You missed your shoot. It's not your fault. Boah, die haben alle schwarze Augen, ne? Bei diesen Dämonen, bei Supernatural, die haben auch schwarze Augen. But you saved me. Guck dir das an. Das ist echt gruselig. What we need now is an action plan. Okay, I find Riley and our other friends. You stay here and help Daisy with the boat. We nearly didn't make that escape. Lisa, I've got this. Don't worry. Be careful. Boah, endlich mit dieser Mission fertig, ne? Checken wir auf jeden Fall erstmal den ganzen Shop ab. Wir verkaufen die ganze Scheiße, die wir haben. Kaufen uns ein schönes Visier. Und das war's. Und dann speichere ich. Und dann sehen wir uns in der nächsten Aufnahme. I made it out with Lisa, but he still has the others. I'm not strong enough to get them out. You need the power to defeat Vas. I cannot provide such strength. But there is someone who can. Citra, you are ready. You must go to her. Who is she? Citra is the leader of our people. She can guide you to the center. She will reveal your true power. A temple is in the jungle. I will meet you at the gates. All right. Ja, die ganze Fähigkeit, 3 Fähigkeitspunkte. So, erstmal hier alles verkaufen.
Oder erstmal kaufen. Ah, wir haben so volle Munition bekommen. MPs, ja, müssen wir jetzt mal gucken. Was nehmen wir denn jetzt für Rotpunktvisier oder Reflexvisier? Wo ist da der Unterschied? Was könnte uns besser stehen? Was könnte besser sein für uns? Das müssen wir jetzt während des Spiels mal ein bisschen rausfinden. Und dann je nachdem immer anpassen. Oh, es gibt ja die ganzen. Dafür will ich jetzt aber nicht mein Geld ausgeben. Das spare ich lieber nochmal. Oder auch nicht. Oh ja, das kostet ein bisschen mehr Geld. Die Sniper. Und da nehmen wir ja auch gleich die bessere Shotgun. Die kann man sogar noch modifizieren irgendwie. Kann das sein? Naja. So, jetzt müssen wir die mal testen. Warum habe ich jetzt eine... Oh, fuck, ich habe meine Snipers nicht mehr da. Na, machen wir gleich. Das ändern wir erstmal. Ausrüstung muss ich die nicht anpassen. So, perfekt. So, und jetzt teste ich gleich das Rot. Ich kann noch nicht rechts klicken. Das heißt, wir müssen erstmal ein bisschen weglaufen. Ihr seht, ich versuche rechts zu klicken, aber wir sind hier gerade im freundlichen Gebiet und da kann ich nicht zielen. Das heißt, ich muss hier irgendwo einen Abhang runterlaufen, bis ich ziehen kann. So, jetzt. Aha, da haben wir so einen Punkt. Aha, weiß nicht. Ja, und um das andere zu testen, müssen wir uns jetzt das auch noch kaufen, ne? Denn bei Dan ist das nämlich bei dem anderen, wo so ein Loch in der Mitte ist. Ich glaube, das gefällt mir besser. Und ich habe mir gerade ein fucking erweitertes Magazin gekauft. Töte mich selber. Guckt, umsonst wäre Geld rausgeschmissen nach Leute. Scheiß, die waren dann. Haben wir überhaupt irgendwas verkauft? Den Sachen, die wir gefunden haben. Nee, noch nicht, ne? So ein Loch gefällt mir irgendwie besser. Aber wir werden das, wie gesagt, während des Spiels werden wir das herausfinden. Munition gekauft, so. Speichern wir und damit, meine Damen und Herren, verabschiede ich mich wieder aus diesem Video. Bis zum nächsten Mal.